Assassin's Seed reingemacht. Ernsthaft? Oh. Ah, okay. Rätsel gelöst. Warum kann man denn so ein Samending da reinpoppen? Warum? Okay, der Typ, wow, der Typ macht hier noch ein Fenster, ne? Ich meinte natürlich, der Typ macht hier noch ein Fenster, ne? Werde ich das vielleicht auch machen, so ein kleines? Ah, tschüss. Okay. Ist mal ein Samenkörnchen reingemacht. Lul. Oh. Sekunde. Die sehen von hier aus sehr unscharf aus, ne? Lolo Bolo. Lulu Bolo, Bolo 007. Bonjour, schönen guten Abend. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Da könnte ich eigentlich vielleicht Slaps reinmachen. Oder wie macht der? Der macht das mit Stufen. Okay. Erste Chatnachricht des Zuschauers. Lulu Bolo 007. Bonjour. Pouvez-vous français? Non, j'ai non français. Excusez-moi. J'ai non français. Je pouvez non français? Maybe English? Okay, jetzt habe ich das erste Mal einen Franzosen hier drin. Erstmal auf der Sprache antworten, dass man die Sprache nicht spricht, überzeugen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was ich kann. Ich kann nur Bonjour und Merci. Merci beaucoup. Das reicht. Gut. Was wollte ich jetzt? Ohne Scheiß. Das habe ich, glaube ich, mal bei einem Typen gesehen. Der war in Japan. Und hat die, glaube ich, eine Frau auf Japanisch gefragt, ob sie Japanisch spricht. Und sie hat auf Japanisch geantwortet, nein, ich spreche kein Japanisch. Wie gesagt... Lolo Bolo, c'est dommage, je ne comprends pas beaucoup. Oh, Uno momento. Schade, dass ich nicht viel Deutsch verstehe, aber deine Streams sind trotzdem schön in German. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Oh, schön. merci. Okay, das geht runter wie Butter, weißt du? Okay, ohne Scheiß, die Blöcke... merci, ja. Die Blöcke sehen hier ein bisschen unscharf aus, ne? Okay.
Ich versuch mal was. Ah, okay, er übersetzt jetzt. Okay. Sekunde. Ich suche mal jetzt einen Französisch-Übersetzer raus. François. Merci. For follow. Merci de follow. Ich bin Deutscher. Was? Willst du mich verarschen? War nun, finde ich schon, war nun ein Gag. Was? 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 Willst du mich? Dachte ich mir schon, dass er von Google das gut, so gut übersetzen kann. Lolo Bolo. Du kriegst gleich ein Timeout, weißt du? Boah, wie gemein. Das war sehr gemein. Trotzdem, Dankeschön für den Follow. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich mir das bauen soll. Ich versuche jetzt einfach mal was. Nein, nein, du sollst. Du Eumel. So. Ich habe keine Ahnung von Französisch. Ja. Oder Troll, du. Sekunde mal. Oh Gott, hab ich eine Axt? Ja, Steinaxt. Lul. Da wollte er mich einfach mal trollen. Der Internet-Troll. War aber trotzdem witzig, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Du hast mich ganz schön ins Schwitzen gebracht, Digga. Wie gesagt, ich kann überhaupt null Französisch. Ich habe das nicht in der Schule gehabt. Sekunde mal. Kann ich das so dran bauen? Ah! Blub, 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 blub. Mal gut, dass ich weich gefallen bin. Ah, oh Gott. Alter, das Ding ist so riesig. Französisch ist doch das mit der Zunge, oder? Yeah. Gummi, du Lümmel, benimm dich. Da könnte ich doch eigentlich Slabs dran bauen. Sekunde mal. Jetzt habe ich hier Fichtenholztreppe. Lul. Wer war hier? Französisch habe ich nie gehabt. Ich glaube, ich hatte mal damals die Wahl dazwischen. Zwischen Französisch. Nee, Quatsch, die Wahl hatte ich gar nicht. Ich hatte Englisch. Und das war's. Und ich habe mir damals halt auch gesagt, so Französisch, ja, was willst du denn damit? Geil, ein Land spricht Französisch. Und die sind nicht mal nett, wenn du kein Französisch kannst. Sind sie stinkig. Sind sie eingeschnappt. Das.
Was verurteile ich? Fichtenholzbretter. Machen wir uns jetzt mal Schlepps draus. Dass die Franzosen, die sind immer so auf ihre eigene Sprache so, ich sag mal, fixiert. Das finde ich schlimm. Und keine Ahnung, wenn du denen mit einer Ausweichsprache kommst, ich weiß es jetzt nicht, ist jetzt meine Vermutung, aber die jüngeren Leute, die jüngere Generation der Franzosen, da kannst du, glaube ich, schon mit Englisch punkten. Aber die Älteren, die sagen sich, no. Ah, okay, so kann ich den da vorsetzen. Gucken wir mal das Video an, wie er das da gemacht hat. Sieht irgendwie nicht gut aus, ne? Vor allem, weil dadurch, dass die Fenster so abschüssig sind, müsste ich hier natürlich auch noch so einen Block haben. Sekunde mal. Au. Ich glaube, ich habe auch die falsche Farbe drin. Ich sage nur, wenn Louis de Finis war schon... Ich sag nur, der Louis de Finis, der war schon ein geiler Schauspieler, weil er gerade bei dem Thema, wenn wir gerade bei dem Thema Frankreich sind, ja, auf jeden Fall. Ich habe nicht viele de Finis Filme gesehen, gebe ich ehrlich zu. In meiner Jugend. Aber teilweise gab es da schon richtig geile Gags. Wenn da zum Beispiel er hatte, glaube ich, irgendeinen war da nicht Kellner und wollte dann irgendein Rezept, wollte er, glaube ich, erklären. Und dann ist er, glaube ich, so in den Lichtanfall gegangen, dass er hier natürlich so ein kleines Bärtchen hätte. So ein kleines, ne? Und das war so geil. Das war so ein geiler, ja, mit dem Licht. Wenn er so in dem Licht stand, hatte er auf einmal so einen Seidenscheitel und dann auf einmal so ein Bärtchen und hat dann auch, glaube ich, sehr deutlich gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Wo ich mir dann auch dachte so, alles klar. Die verarschen die Deutschen wieder. Okay. Ich glaube, es gibt ja, glaube ich, dann auch alles so gerollt. Ja, auf jeden Fall. Boah, teilweise war das wirklich lustig. Wie? Mehr Slaps habe ich nicht? Na toll. Vorbereitung vor Swin, Alter. Oh, mal Holz. Sorry, hatte gerade so einen Lachflash beim Schreiben. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ein paar Gags von dem weiß ich auch noch. Da wollten sie, glaube ich, Fantomas verfolgen. Das ist ja immer so, ne? Bei de Finis Film, wer ist Fantomas? Richtig geiler Film. Da hatten sie das, glaube ich.
hat er, glaube ich, so eine neue Erfindung sozusagen gehabt, wo er, glaube ich, die Arme irgendwie so ganz komisch hatte. Bedrohen Sie mich mal mit Ihrer Waffe. Ja, aber Inspektor, das kann ich doch nicht machen. Na los, machen Sie mal. Tun Sie es jetzt, tun Sie es. Und dann so, ja, okay, Sie sind festgenommen. Und er dann so, wupp, auf einmal beide Arme hoch. Das waren so Maschinenarme. Und dann auf einmal so aus seinem Brustkorb so eine Waffe raus. Haha! Das war witzig. Und das ist ja so ein Meme geworden, dieses Ding. Doch. Oh. Das habe ich mir mal auch komplett angeguckt, diese Szene. Jetzt raten Sie mal, was wir da gefunden haben. Oder zu wem das und das gehört. Zu wem? Zu Ihnen. Oder Sie. Nein. Doch. Oh. Ah, oh, geil. Ohne Scheiß, teilweise gibt es da Szenen, da schmeißt du dich weg. Da schmeißt du dich weg vor Lachen. Nein, doch. Oh, ja. Finde ich auch sehr geil, dass das ein Meme geworden ist. Und durch das Copyright-Gesetz. Danke, Axel Voss. Dass das dadurch noch, wenn man mal abgesichert ist. Ich glaube, ich müsste beide da wegmachen. Plopp. Könnte ich da vielleicht irgendwie... Nein! Oh Mann! Ich will den da dran machen, du Dussel. Nein! Voll halt durch. So. Wird das wohl aussehen? Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir unschlüssig. Vielleicht? Ich habe da noch eine andere Idee. Sekunde mal. Habe ich da noch so einen? Ja, sehr schön. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Rumexperimentieren. Der geht da immer noch in die Ecke. Ich will da aber keine Ecke da haben. Warum gehst du da in die Ecke, Mann? Mann! Ah, okay, wegen dem. Wow, danke. Jetzt macht er da wieder eine Ecke. Oh, Mann, ey. Könnte gehen, aber irgendwie sieht das blöd aus. Weißt du was? Ich mach da einfach Glas-Slaps Glasdinger rein. Ich mach da Glasplatten rein. Wo ist denn die Axt? Dann habe ich weniger Stress. Und das Licht fällt da trotzdem rein. Oh. Ups. Sekunde. Young Roman, du musst die Treppe gerade platzieren, dann geht der nicht so in die Ecke. Okay, Young Roman, vielen Dank für den Tipp, aber ich habe es mir jetzt anders überlegt. Das sind ja sogenannte Carpenter-Blöcke. Da mache ich mir jetzt einfach Glas
Und dann sind das so Glasfenster wie... Sekunde, habe ich die da? Ja. Wie da. Das sind so Glasstufen, sind das jetzt. Da passt, da kommt das Licht eigentlich auch ganz gut durch. So. Plopp. Plopp. Lustigerweise machen die da beim Anbauen keine Geräusche. Hier schon. Warum bist du jetzt zum Eckblock gefroren? Geht doch. Eine Hütte. So. Weißt du was? Ich hau da einfach Glasfenster oder Glasblöcke rein. Da werden das Fensterblöcke. Au. Was soll der Stress? Aber trotzdem danke für den Tipp. Jetzt ein weniger oder was?